Das erste Buch Mose, Kapitel 8, gelesen nach der Textbibel. Da gedachte Gott an Noah und alle die wilden Tiere und an all das Vieh, welches bei ihm im Kasten war. Und Gott ließ Wind über die Erde wehen, so daß die Gewässer fielen. Da schlossen sich die Sprudel der Meerestiefe und die Gitter des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt getan. Da verliefen sich die Gewässer immer mehr von der Erde, und die Gewässer nahmen ab nach Verlauf der 150 Tage. Und im siebenten Monat, am 17. Tage des Monats, ließ sich der Kasten nieder auf einem der Berge Ararats. Und die Gewässer nahmen immer weiter ab, bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Gipfel der Berge sichtbar. Nach Verlauf von 40 Tagen aber öffnete Noah das Fenster des Kastens, das er gemacht hatte, und schickte den Raben aus, der flog hin und wieder, bis das Wasser auf Erden vertrocknete. Hierauf ließ er die Taube von sich ausfliegen, um zu erfahren, ob sich die Gewässer von der Erde verlaufen hätten. Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm in den Kasten zurück, denn noch war Gewässer auf dem ganzen Erdboden. Und er streckte seine Hand aus und holte sie zu sich herein in den Kasten. Hierauf wartete er noch weitere 7 Tage, dann ließ er abermals die Taube aus dem Kasten ausfliegen. Da kam die Taube zur Abendzeit zu ihm, und zwar mit einem frischen Ölblatt im Schnabel. Da erkannte Noah, dass sich die Gewässer von der Erde verlaufen hatten. Hierauf wartete er noch weitere 7 Tage und ließ die Taube ausfliegen. Diesmal aber kehrte sie nicht wieder zu ihm zurück. Und im 600. Jahre, am 1. Tage des 1. Monats, waren die Gewässer auf Erden versiegt. Da entfernte Noah das Dach des Kastens und schaute aus. Da war der Erdboden trocken geworden. Und im 2. Monat, am 27. Tage des Monats, war die Erde ganz trocken. Da redete Gott zu Noah und sprach: »Gehe heraus aus dem Kasten, du und dein Weib und deine Söhne und die Weiber deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, welche bei dir sind, von allem Fleisch, an Vögeln und Vieh und an allem Gewürm, das auf der Erde kriecht, lass mit dir herausgehen, damit sie sich auf der Erde tummeln und fruchtbar seien und sich vermehren auf der Erde.« Da ging Noah heraus und seine Söhne und sein Weib und die Weiber seiner Söhne mit ihm. Alle vierfüßigen Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich auf Erden regt, nach ihren verschiedenen Arten, gingen heraus aus dem Kasten. Da erbaute Noah Jahwe einen Altar und nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte Brandopfer dar auf dem Altar. Als nun Jahwe den lieblichen Duft roch, da sprach er bei sich selbst: »Ich will hinfort die Erde nicht mehr verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, und ich will hinfort nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Fortan sollen, solange die Erde steht, nicht aufhören säen und ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht.«